So, hallo. Da sind wir wieder. Letztes Mal haben wir Scharn Gramutskop, den Schädel von Jewule Levule Andrano gegeben, den wir aus der Andrano Ahnengruft bei Pelagiat geholt haben. Und sie hat uns dafür Informationen über den Nerevarine-Kult gegeben. Diese Nerevarine-Kult-Informationen bringen wir jetzt zu Caius Cosades, der uns eigentlich den Auftrag gegeben hat, diese Informationen zu beschaffen. Und jo, hat die uns eigentlich irgendeinen Zettel gegeben oder so? Der Nerevarine-Kult. Vielleicht sollte ich das mal... Ist das viel zu lesen? Okay. Gut, ich werde... Ich scroll hier mal durch. So, das wird ja alles aufgenommen. Und werde das dann mal lesen. Und als extra... Naja, ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich werde eine Audio-File machen, in der ich dieses Dokument vorlese und werde in der Beschreibung dieses Videos einen Link dazu posten. So, die das interessiert, die können sich das dann anhören. Und die es nicht interessiert, müssen das nicht tun. So, ich will euch natürlich hier nicht endlose Texte aufzwängen, wenn ihr das nicht wollt. Ich finde das manchmal auch nervig. Allerdings interessiert es mich ganz einfach und ich werde es auf jeden Fall lesen. Und wie gesagt, wer wissen will, was da drin steht, in der Beschreibung wird ein Link sein, in dem ihr das finden könnt. So, hier sind wir bei Caius Cosades. Ich höre. Und, wieso ist da nichts blau? Schran, lalala. Sehr klug für einen. Nein, ich will nicht wissen, was du über die denkst. Nerevarine. Nein. Nein. Befehle muss ich klicken. Ja. Sind dies Schans Notizen zum Nerevarine-Kult? Ausgezeichnet. Ich befördere euch nun zum Anwärter der Klingen. Karel. Nun lasst mich überlegen, wie dies in die Pläne des Kaisers für euch passt. Mir wäre lieb, wenn eure Leistungsfähigkeit sich erhöhte, bevor ich euch wieder losschicke. Nehmt euch also etwas Zeit, um eure Fertigkeiten und eure Tarnung zu verbessern. Zieht auf eigene Faust los und sucht Abenteuer. Wenn ihr dann über die nötige Leistungsfähigkeit verfügt, so habe ich neue Befehle für euch. Okay, wenn der das sagt, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir das wirklich machen. So. Anwärter der Klingen. Ich befördere euch mit sofortiger Wirkung in den Rang eines Anwärters. Und hier habt ihr ein kleines Geschenk, zwei magische Schriftrollen. Ein göttlicher Eingriff wird euch zum nächstgelegenen kaiserlichen Schrein bringen. Ah, und die Almsivi-Intervention wird euch zum nächstgelegenen Tempel bringen. Für eine schnelle Flucht sind sie sehr nützlich. Nein, Karel, ihr müsst mir nicht danken. Ihr verrichtet großartige Arbeit. Geht nun und lasst mich in Ruhe lesen. Dafür ist das also, weil ich habe ja hier schon mal so eine Rolle göttlicher Eingriff gehabt, da habe ich ja glaube ich jetzt mehr davon. Zwei habe ich ja. Und das ist Almsivi Intervention, habe ich aber jetzt glaube ich nur einmal, oder? Ja. Nein, habe ich auch zweimal. Aha, mit dem kann ich mich teleportieren. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Jo, dann haben wir das mal. Und was haben wir jetzt noch zu tun? Wir könnten jetzt mal zur Caldera Bergwerksgesellschaft reisen. Wo ist denn Caldera eigentlich? Ist ja hier, glaube ich, ganz in der Nähe. Habe ich nicht auf der Karte. Ja, dann wird schleunigst Zeit, dass das sich ändert. Gut, ich könnte auch mal zur Mondfalter-Legion schauen und sehen, ob die irgendwas für mich haben. Die ist gleich in der Nähe und ich glaube, die Caldera Bergwerksgesellschaft oder Caldera ist auch gleich in der Nähe hier. Ich weiß noch nicht, ob die... Ich glaube, die haben keine Schlickschreiter-Anbindung. Aber ich kann ja mal nachschauen. Sonst reise ich natürlich schnell hin, wenn das geht.
So, was hast du? Sag mal. Reisen? Nee, gibt's nicht. Okay, dann muss ich wohl oder übel hingehen. Yeah. Shortcut. Nun gut, es gibt ja hier überall Schilder. Gott sei Dank. Da werden wir schon hinfinden. Aber soweit ich mich erinnern kann, ich habe ja das schon mal gespielt. Ist schon länger her und ich habe auch nicht weit gespielt. Ist Caldera irgendwo ganz in der Nähe hier. Also sollte kein zu langer Marsch werden. Obwohl auch kurze Märsche hier schon zu lange sind, weil sie ewig dauern. Ich kann es gar nicht erwarten, bis ich endlich schneller werde. Ah, und ich bin so versucht, schon wieder diese Icarus-Spruchrolle zu benutzen, mit der man das so extrem hoch und weit springen kann. Aber ich werde mir die aufheben. Vielleicht brauche ich die irgendwann mal. Ich glaube, ich bin mit der ohnehin schon zu verschwenderisch umgegangen. So, was steht hier oben? Caldera. Na bitte. Darauf oder da? Da ist die Mondfalter-Legion. Soll ich bei der mal vorbeischauen? Ich weiß nicht. Wo geht's hier hin? Molagmar? Nein, da will ich nicht hin. Wie steht's eigentlich um mein Level? Null. Yeah. Okay. Hüpf, 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 hüpf. Da ist wahrscheinlich jetzt eine Gruft oder so. Oh, nicht mal. Hat ein bisschen so ausgeschaut. Okay. Wir wandern weiter. Was ist das? Was so eine Wurzel. Ich glaube, da liegt was. Da ist eine Ratte. Kann ich die von da killen? Na? Was los? Hallo? Nee. Okay. Hey, cool. Wieso habe ich die jetzt so oft getroffen? Wieso treffe ich sonst nie? Was liegt da? Das Steine? Egal. Wir gehen nach Caldera weiter. Ich will mich hier nicht zu lange aufhalten. Sonst passiert noch was Böses. Wunderbares Wetter für einen Ausflug. Ich hoffe, ich gehe hier überhaupt richtig. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Wegweiser. Hopp, hopp, hopp. Da ist eine Ratte. Stirb, Ratte. Und da greift mich noch was an. Ach. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na danke. So, dann nehme ich mit. Und das nehme ich nicht mit. Da ist nicht. Links geht's nach Balmora, rechts geht's nach Caldera und hier gibt's Crashkraut. Das nehme ich auch mit. So. Wo geht's darauf? Gar nichts. Okay. Ich finde, sie hätten irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie mehr Sachen einbauen können, die die Wege interessanter gestalten. Ich meine, es ist wirklich schon irgendwie cool, dass die Welt so riesig ist, aber sie wirkt irgendwie nicht gerade lebendig, sage ich mal. Da bevorzuge ich dann doch eher so Sachen wie Gothic, wo zwar die Wege nicht so lang sind und die Welt nicht so groß ist, aber dafür ist eigentlich überall irgendwo was. Alter, werde ich happig hier. Ah, meine Rüstung hat sich verbessert. Aha, meine Rüstung, mein Rüstungswert, also meine Rüstungsfähigkeit verbessert sich immer, wenn ich getroffen werde. Das heißt, ich könnte mir einen ganz schwachen Gegner suchen und eigentlich nur stehen bleiben und warten, bis mein Rüstungswert steigt, oder wie?
Ist das dann nicht ein bisschen komisch? Naja, egal. So, wir hoppeln hier weiter. Wieso habe ich eigentlich meinen Zauber ausgewählt? Ich habe ja gar keine Mana-Punkte mehr. Oh, das schaut mir nach unserem Ziel aus. Wow, was ist denn das? Oh, das ist ein... ja, stirb du hässliches Ding. Hallo? Okay, wir nehmen einen Trank. Alter, was war das jetzt? Habe ich da jetzt gerade noch Damage genommen oder hat das jetzt... Habe ich mir das eingebildet? Ah, du hässlicher Motherfreak. Komm. Das kann's ja nicht sein, Alter. Ich hab schon mal so ein Ding getötet, glaube ich. Ah, Alit. Alithaut. Nehmen wir mit. So. Ich finde es natürlich ganz toll, dass ihr hier so tolle Stadtwachen habt, die nichts machen, wenn ich da fast von so einem Vieh getötet werde, aber gut, lassen wir das. So, und hier bin ich jetzt in der Westspalte. Aha, muss ich weiter reingehen? Ah ja, jetzt Caldera. Bleibt in Bewegung. Nein, ich bleibe jetzt hier stehen. Was? Wollt ihr der kaiserlichen Legion beitreten? Alle Garnisonen sind derzeit in voller... Was ist die Totenkopf-Legion? In der Darius-Festung. Egal. Ich will Caldera-Ebenerzminen. Die Caldera-Ebenerzminen liegen südwestlich von Caldera. Es gibt ein Konto, Unterkünfte und einen Wachturm in der Nähe des Mineneingangs. Falls ihr sie euch ansehen wollt, geht von der Stadt aus zunächst nach Westen und macht dann einen Bogen nach Süden und dann durch einen Bergpass geradewegs in die Mine. Oder ihr könnt geradewegs, über den Bergrücken klettern. Aber das ist geradewegs für die meisten zu schwer. Aha, na, für mich natürlich nicht, nehme ich mal an. Aha. Gut, Südwesten ist hier irgendwo. Das heißt, ich müsste über diesen Bergrücken klettern, nehme ich mal an. Aber vorher schauen wir uns hier mal um. Vielleicht gibt es hier... Das schaut ja aus, wie wenn das was Größeres wäre. Hier gibt es einen Pfandleiher, vielleicht gibt es hier auch eine Magiergilde und eine Kriegergilde. Es gibt auf jeden Fall mal einen Schneider. Das ist eine Magiergilde. Da gehen wir rein, da können wir schlafen. Und so. Und vielleicht haben die auch so eine Kiste. Dies ist Caldera, Heimat der Caldera Bergwerksgesellschaft. In Caldera geht es nur um Geschäfte und die Geschäfte laufen gut. Also, was kann ich für euch tun? Du kannst mich ausbilden. Zerstörung 383. Veränderung... Nee. Zauber. Rüstungsfraß. Waffenfraß. Skamp beschwören. Oh, Feueratro nachbeschwören. Nachdem das ums Doppelte so teuer ist wie Skelett beschwören, ist das wahrscheinlich auch ziemlich cool. Brauche ich alles jetzt nicht. Ist mir alles zu teuer. So, mein Wecker läutet gleich wieder. Ich suche eigentlich nur ein Bett. Jo, ich weiß. Bett, gib mir ein Bett. Was machst du? Ah, bei dir kann ich reisen, okay. Ah, ich hätte auch... Ja, genau, ich hätte in der Magiergilde reisen können. Wenn ich gewusst hätte, dass es hier auch eine Magiergilde gibt. So, gibt's hier kein Bett. Da geht's zum Turm. Da will ich aber eigentlich nicht hin, außer da oben sind Betten. Glaube ich aber nicht. Ja, Betten. Also eins wird schon reichen. Vielleicht doch da oben. Schön großer Turm. Nein, was ist da? Interessant. Oh. Ich glaube, hier werde ich dann mich mal bedienen. Im nächsten Part. Bis dennsen.